Servus Leute, Ringe hier wieder am Start und willkommen zurück zum Packer Punch. Heute mit der 5.7. Die 5.7 ist in meinen Augen eine sehr gute Pistole, hat 20 Schuss im Magazin und 120 zum Nachladen, also sprich 140 Kugeln. Wenn man ein schneller, wie soll ich sagen, Klicker ist, dann läuft die Waffe richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ist nur aus der Kiste zu bekommen für 950 Punkte. In meinen Augen sollte man die Waffe bis Runde, wenn man sie am Anfang hat, bis Runde 10 oder bis Runde 12 behalten, weil man kann damit richtig, richtig schnell und gut Punkte machen. Weil 20 Kugeln, wenn man gut auf die Zombies schießt, gleich auf den Kopf oder so, gehen die ziemlich schnell down. Gepuncht für 5000 ist sie auch richtig cool, das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, zur 5.7 kann ich jetzt eigentlich nichts mehr weiter dazu sagen. Jetzt kommen wir zur 5.7 gepuncht, das ist dann die Ultra. Mit 220 Schuss, 20 im Magazin und 200 zum Nachladen, für 5000 gepuncht. Ist auch richtig, richtig gut, muss ich sagen. Gepuncht ist in meinen Augen bis Runde 15 Insta. Okay, jetzt lade ich gerade die RPD nach. Da haben wir wieder die Ultra. Sorry. Da habt ihr selber gesehen, 5, 6 Kugeln und der Zombie ist sofort down und wir befinden uns in Runde 9. Also ist wirklich gut, die Waffe. Würde ich aber jetzt zwar nicht in Runde 20 noch punchen oder so, weil da ist sie völlig für den Arsch, aber gut. Das ist zur Ultra. Jetzt zur Kap 40. Die Kap 40 ist in meinen Augen eine sehr, sehr gute Waffe, aber leider bis Runde 24, wie ihr seht, ich spiele gerade in Runde 24, der absolute Rotz. Ihr werdet gleich sehen, warum meine Meinung sagt, sie ist Rotz. Mit Double Tap und Speed Cola ist sie zwar sehr schnell und Nachladen geht auch sehr schnell, aber die Munition geht sehr, sehr schnell zur Neige und die Waffe macht absolut keinen Damage mehr, also das könnt ihr total vergessen. Da seht ihr selber, ich mache mit dieser Waffe kaum noch irgendwie die Zombies tot oder so, also in meinen Augen absoluter Rotz, also nicht punchen. Es sei denn, ihr seid in Runde 9 oder so, habt 5000 Punkte und habt nur die Kap 40. Wenn ihr nur Schrott aus der Kiste bekommt, dann würde ich sagen, okay, puncht sie. Könnt ihr gerne tun. So, jetzt zur Kap 40 gepuncht. Ist auch eine gute Waffe, ist schnell beim Schuss, hat 200 Schuss zum Feuern, also 220 Schuss zum insgesamt. Passt schon, aber Runde 24 kaum noch Damage. Ganz, ganz wenige Zombies gehen damit down. Das seht ihr ja selber. Zombies gehen durch die Explosion kaputt. Und ja, also nichts empfehlenswert. Wie gesagt, in Runde, unter Runde 10 oder Runde 15 könnt ihr es hier noch gerne punchen, aber danach würde ich sie nicht mehr punchen. Jo, das war's dann wieder von mir zum Packer Punch Serie und ich hoffe, euch hat es natürlich wieder gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Packer Punch. Bis dahin, haut rein, euer Ring. Ciao, Leute.